Unsere Minikamera ist an einer ferngesteuerten Drohne befestigt. Sie gehört einem technikbegeisterten Falkenzüchter. Landung in der Wüste vor seinen Füßen. Doch dann müssen wir feststellen, dass die Herren es mit der Ethik nicht so ernst nehmen. Eine lebende Wachtel wird von der Drohne in den Himmel gerissen als Beute für die Greifvögel. Das ist nicht die feine englische Art. Wir verlassen die Rohlinge und gehen dorthin, wo die Züchter züchtig sind. Sheba, 7 Jahre alt. Kraftvoll, aggressiv, hellwach. Wie alle guten Jäger ist auch sie ein Weibchen. Die Falkenmänner haben es einfach nicht drauf. Tägliches Wiegen, Falkenakab, berechnet die Futtermenge aufs Gramm genau. Ein Bäuchlein wäre verheerend für Shebas Performance. 3 Kinder hat Akab, doch die müssen sich die Aufmerksamkeit des Vaters mit den Lieblingsfalken teilen. 3:30, Zeit für ein neues Kopftuch, Zeit für die Jagd. Akab al-Kahtani kommt von seinem Job in der Verwaltung immer direkt nach Hause. Und dann geht's ab in die Wüste. Doch vorher noch kurz ein Blick auf Abu Dhabi. Das größte und reichste der 7 Vereinigten Arabischen Emirate. Riesige Ölvorkommen Anfang der 60er Jahre lassen die Beduinen bis heute in Geld schwimmen. In der Nähe des badewannenwasserwarmen Golfs von Persien steht ein Gebäude, das schon für sich ein Beispiel ist für die Faszination und Ästhetik des Orients. Die 8. Moschee der Welt und mit Sicherheit eine der schönsten. Mit dem Anschnallen wird es schwierig, ansonsten aber genießen die beiden Falken die Autofahrt mit ihrem Herrchen, der sie geradezu vergöttert. Fahrt zum Treffpunkt in der Wüste. Bedienstete der Falkner haben in den Stunden zuvor bereits einen lauschigen Platz hergerichtet. Nasenkuss mit Onkel Majid, auch er ein Falkenverrückter. Die Falknerei am Golf gilt weder als Sport noch als Hobby, sondern als Tradition. Bis zu den Ölfunden Anfang der 60er Jahre waren die meisten Menschen in den Emiraten bitterarm. Man errichtete sein Zelt neben demjenigen, der einen Falken hatte oder mehrere. Von dessen Beute lebten oft mehrere Familien. Sobald ein Falkner dem Greifvogel die Lederkappe von den Augen zieht, scannt der die Ebene auf Beutetiere. Ausdauer, Schnelligkeit und Jagdinstinkt. Übung macht die Meisterin. Der Wanderfalke ist das schnellste Tier der Welt. Bis zu 322 Stundenkilometern schießt er im Sturzflug auf seine Beute herab. Diät hin oder her, Sheba winken nach ihrem Höhenflug 100 Gramm Wachtelfleisch. Ich bin heute hier, um meine beiden Lieblingsfalken zu trainieren. Es geht um die körperliche und geistige Fitness der Tiere. Sie müssen sich ständig bewegen. Sie dürfen nicht träge werden. Sie müssen kraftvoll und mobil sein und aufmerksam. Das ist ein tägliches Programm. Kann man diese Beziehung zwischen Tier und Mensch vielleicht sogar mit dem Wort Liebe beschreiben? Bestimmt. Ja, man kann es Liebe nennen. Aber eigentlich ist es sogar mehr als das. Eine große Nähe zwischen dem Falken und seinem Besitzer. Der Besitzer muss den Charakter des Tieres erkennen, sein Wesen.
Nur dann ist die Voraussetzung gegeben, dass er ihn zähmen und erziehen kann. Der Besitzer muss exakt wissen, was sein Falke gerade am meisten braucht. Das ist das Wichtigste. Wenn Akab sagt, er kümmere sich täglich um seine Vögel, dann meint er das wörtlich. In der Jagdsaison von September bis März verbringen die Falkner mehr Zeit mit ihren Tieren als mit ihrer Familie. Die Gesundheit, das höchste ornithologische Gut. Ich lasse meine Vögel regelmäßig untersuchen, um sicherzustellen, dass sie keine Krankheiten haben, keine Pilze, keine Würmer. Und dass ihre Instinkte funktionieren. Das ist ein regelmäßiger Check-up, den ich jeden Monat machen lasse. Elftausend Tiere wurden im größten Falkenhospital der Welt im vergangenen Jahr auf Herz, Nieren und Federpracht geprüft. Die bayerische Tierärztin Margit Müller leitet das Krankenhaus. Dutzende Auszeichnungen zeugen von der Ehrerbietung, die man ihrer Arbeit entgegenbringt. Hightech im OP-Saal. Die Patienten müssen zunächst einmal narkotisiert werden, sonst droht ihnen ein Herzkasperl. Bei den Falken handelt es sich um ausgesprochene Sensibelchen. Auch die Augenklappen sind dafür da, Aufregung zu vermeiden. Dr. Müller greift zum Endoskop. Damit und mit dem gekoppelten Monitor gelingt eine perfekte Innenansicht des geflügelten Weibchens. Was tun die Falken in Abu Dhabi nicht alles für ihre Lieblinge? Die Antwort, fast alles. Und deshalb schätzen sie die deutsche Expertin auch so über die Maßen. Meine Falkner wissen, dass ich alles versuche, was machbar ist, um den Falken zu retten. Und wir wirklich hier Tag und Nacht arbeiten, damit wir die Falken gesund erhalten. Und ich denke, das ist schon ganz wichtig. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, die Falkner und ich. Es ist eine Art gegenseitiges Vertrauen auch. Tierärztin Margit Müller ist der Leuchtturm des Falkenwohlbefindens am Golf. Spannend auch für Dutzende von Touristengruppen pro Monat. 2 oder 1,3 Meter Spannweite der Flügel. Das ist schon enorm. Und der Körper sieht jetzt ganz klein im Vergleich dazu aus. Das ist jetzt schon sehr zierlich alles. Nach der Endoskopie gibt es noch ein wenig Pediküre, wie die Besuchergruppe amüsiert feststellt. Ein Luxus auf keinen Fall. Und dadurch, dass dieses Hospital eigentlich die Mission hat, dass jeder, der einen Falken hat, es sich leisten kann, diesen Falken zu uns zur Behandlung zu bringen, sind die Preise so gehalten, dass sich das auch jeder leisten kann, auch wenn die Leute jetzt nicht so viel Geld haben. Als Frau in einer Männergesellschaft, das war zunächst nicht so einfach. Doch nun wird sie von den Machos für ihr einzigartiges Vogelverständnis geliebt. Im kleinen Hospitalmuseum Schwarz-Weiß-Fotos von der Gründergeneration der Emirate. Abgelichtet natürlich alle mit ihren Falken. Denn man sieht jetzt schon, dass die jungen Kinder, die Buben, jetzt schon den ersten Falken haben. Das heißt, es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und das wird letztendlich auch das Überleben der Falknerei hier und die Tradition der Falknerei hier in Abu Dhabi und den Arabischen Emiraten sichern. Augenhauben in allen Farben, aber immer in der gleichen Form. Der des Falkenkopfes. Nichts ist den Falknern zu teuer, wenn es um ihre Tiere geht. Aus seiner Passion hat der clevere Akab ein nettes Zusatzgeschäft gemacht. Denn in seinem Laden, wie im ganzen Land, boomt der Falkenhandel. Und weil das Jagen draußen stattfindet, in der Wüste, bietet der passionierte Falkner nebenbei jede Menge Camping-Equipment an. Ein Bombengeschäft, freut sich Akab. Wir gehen nun ins Allerheiligste, das lichtdurchflutete Hinterzimmer. Genau hier findet es statt. Die Falken wechseln ihren Besitzer. Oft handelt es sich um Kinder, die mit ihrem Vater hierher kommen. Mit 7 oder 8 Jahren bekommen die Nachwuchsfalkner ihren ersten Greifvogel.
Eine Brise kühlt uns morgens nach dem Regen, rezitiert ein Kunde ein uraltes arabisches Gedicht. Einzigartiges Parfum füllte das Tal und die Pflanzen begannen im Nu zu sprießen. Die Vögel begleiteten uns und vertrieben Müdigkeit und Langeweile. Ich fühlte mich stärker als der härteste Fels und schärfer als eine Klinge. Wir verlangsamten unseren Schritt, als ein Falke seine Flügel öffnete. Als er die Flügel wieder zusammenlegte, wurde er schnell wie ein Pfeil. Ich konnte seine Federn nicht mehr sehen, während die kühle Brise langsam über uns wehte. Halb vier am nächsten Tag. Jagdzeit. Außer Akab sind diesmal gleich 40 Falkner in der Wüste verabredet, Frauen unerwünscht. Ihr Wagenpark hat zusammen gut und gerne 120 Liter Hubraum. Heute steht ein echter Wettkampf auf dem Programm. Reihum setzen die Männer Preise aus für den erfolgreichsten Falken. Mehrere tausend Euro winken als kleine Aufmerksamkeit. Es geht los. Der erste Falkner hat eine Brieftaube in der Hand, die er gleich in die Luft werfen wird. Eine echte Herausforderung für die Falkenfrau, denn eine Taube ist fast genauso wendig wie sie selbst. Immer und immer wieder kann die Taube entkommen. Doch am Ende ist es um sie geschehen. Wenn der Falke seine Beute schlägt, wie jetzt, dann ist sein Besitzer mindestens genauso glücklich wie er selbst. Beten gehört für die gläubigen Muslime in den Vereinigten Arabischen Emiraten dazu, fünfmal am Tag. Dies ist das vierte Gebet, kurz nach Sonnenuntergang. Nebenan wird schon das Nachtmahl bereitet. Abu Dhabi, im Grunde immer noch eine Gesellschaft von Beduinen. Früher in der Wüste, das war ein wunderbares Leben. Klar, wir waren arm und wie, aber wir haben nicht gelitten. Die Menschen waren einfach damals. Wir hatten keine Ambitionen, Geld zu verdienen. Und wir hatten unsere Tiere, um zu überleben. Wir haben damals alles gemeistert mit den einfachsten Dingen. Unsere Seelen waren rein, unser Leben war an Schönheit nicht zu überbieten. Wir waren glücklich und abends haben wir uns am Lagerfeuer getroffen. Wir haben ein paar Datteln gegessen, jeder hat jeden besucht. Es war großartig. Viel von dieser Vergangenheit haben die Emiratis auch heute noch retten können. Trotz ihrer dicken Wagen, trotz ihres Reichtums. Auch an den schönsten Plätzen auf dieser Welt halte ich es höchstens eine Woche aus. Dann muss ich zurück. Noch ein wenig Vogeljägerlatein am Lagerfeuer und dann ist auch dieser tierische Tag beendet. Man sieht sich morgen, wie immer, um halb.